Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Raven. Ja, wir befinden uns wieder auf dem Zug, auf dem Orient Express. Und diesmal mit ihm hier. Und zwar auf der Gegenseite. Und dann wollen wir doch mal schauen. Dieser Lüftungsschacht, es war dreckig und verschraubt. Gegen dreckig wüsste ich jetzt nicht, was wir machen könnten. Aber mit dem Messer müssten wir es doch aufschrauben können, oder? Naja, hätte eigentlich gehen können, aber geht nicht. Okay. Nee, das ist alles nur der Lüftungsschacht. Ich würde sagen, in dem Fall gehen wir wohl wieder zurück. Da fehlen uns bestimmt noch ein paar Sachen. Mit großer Sicherheit sogar. Gut, dann hätte ich gesagt, kletter mal nämlich hier runter. Oh, okay. Er macht das schon von alleine. Auch nicht schlecht. So, da kommen wir wieder aufs Dach. Da haben wir doch einen Werkzeugkoffer. Ich erinnere mich. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Er ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Ich bin nicht schlecht im Schlösserknacken. Aber erstens habe ich meine Ausrüstung nicht dabei und zweitens schaukelt und bewegt sich hier alles. Unter den Voraussetzungen könnte ich bei dem Schloss ein paar Minuten brauchen. Dementsprechend hoch ist die Gefahr, erwischt zu werden. Ja, aber später ist es ja auf. Und dann können wir vielleicht ran, aber das ist ja erst später. Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Und wir wissen, dass das auch nicht passiert ist. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Steward im Transportwaggon verloren hat. Der Tresor. Ja, okay. Nichts Neues. Moment, da ist wieder Dach. Den Salonwagen betreten. Fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Genau. Und einmal sind wir ihnen ja begegnet. Und dann ist er ja auch wieder verschwunden. Junger Mann. Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Okay, wir sollen Kaffee machen. Arschloch. Okay. Meine Rolle. Ein erfolgreicher Einbrecher ist der, der in einer Menge verschwinden kann, der unauffällig ist. Insofern bin ich nicht prädestiniert, ein Einbrecher zu sein. Ich falle auf, zumindest in diesen Breiten. Nur die Vorurteile der Leute schützen mich. Sie würden mir zutrauen, eine Handtasche zu stehlen, doch niemand sieht mich als Meister Ganova. Okay. Bonbons. Karamell, glaube ich. Nehmen wir doch mal einen. Wenn du den Weg findest. Gut. Dann gehen wir mal hinter der Bar und machen Kaffee. Abgeschlossen. Okay, aber wir haben ja den Dings. Auch aus dem feinsten Porzellan können Schweine saufen. Ja, das ist wohl wahr. Kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen. Das Radio werde ich kaum gebrauchen können, aber ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Okay, das heißt, wir haben hier ein... eine Antenne. Genau. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ding geöffnet kriegen. Wir haben ja den Schlüssel. Passt.
Lass es ruhig offen. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Tja, nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. Nein, mehr kann ich nicht gebrauchen. Okay, dann nicht. Ist noch etwas Kaffee drin? Na, dann nimm doch mal und füll mir doch mal nach. Oder so. Eine Tasse Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Okay, so viel dazu. Wir waren ein braver Junge. Anscheinend hätte man das gar nicht machen müssen. Aber gut, dass wir es gemacht haben. So, jetzt müssten wir an... nee, noch nicht. Da haben wir... Die alte Dame ist nicht in Zürich eingestiegen. Genau. Und sie sieht nicht nach Nancy oder Basel aus. Ich tippe auf Paris. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Vielleicht war sie früher Schauspielerin oder ich kenne sie von Fotos. Sie hat diese überlegene Gelassenheit von Leuten, die sich und anderen nichts mehr beweisen müssen. Sie hat Geld, so viel ist klar. Aber es ist nicht nur das. Die jüngere Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Okay, dann reden wir doch mal mit der älteren Dame. Besser, ich spreche sie nicht an. Ihre Augen sind klug und wachsam. Etwas sagt mir, dass ich mir selber das Leben schwer machen würde, wenn ich versuchen würde, sie hinters Licht zu führen. Stimmt, da hast du auch recht. Und mit Miss Miller können wir anscheinend auch nicht reden. Da haben wir noch Wolle. Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also streckt sie. Darf ich den Damen noch etwas bringen oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Sehr wohl. Hab's. Und weg war's. Okay. Was wir jetzt alles in der Tasche haben. So, dann gehen wir mal weiter. Dann müssten... Oder haben wir noch was? Nee, die Zahnstocher gehen ja auch nicht. Nee, das sieht nicht danach aus. Okay. Dann müssten wir jetzt an Dings vorbeikommen. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Okay. Dann halt nicht. Ich dachte, wir wären an denen vorbeigelaufen. Na gut, kriegen wir... Nee, das geht nicht. Kriegen wir vielleicht mit dem Spiegel da Durchblick oder so irgendetwas? Ich weiß es nicht. Nicht da lang. Ja, lang. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Dafür haben wir ja die Antenne. Das wäre schon nützlich. Nur wie soll ich den Spiegel befestigen? Mit dem Garn wahrscheinlich. Doch nicht? Das wäre
wäre schon... Oh, ich hätte gedacht, wir binden es da dran. Karamell, weil das so schön klebt. Wenn es dann sein muss, das sollte reichen. Karamell ist ja schön klebrig. In Ordnung. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Wie erwartet. Hält. Hält, passt und sieht gut aus. Steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie das. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Einen Wachtmeister zählen. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Wäre da auch. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Genau. Klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt abpasse. Das dachte ich mir auch schon. Das heißt, wir müssen das Ding nur noch aufkriegen. Und das macht er immer noch nicht? Nee, macht er immer noch nicht. Okay. Dann müssen wir wohl wieder weggehen. Aber jetzt offen ist? Oder wir kommen jetzt dran vorbei? Dann schauen wir mal. Ich bin nicht schlecht unter den Formen. Ich bin unter. Nee, geht immer noch nicht. Also dann, Showtime. Aber vielleicht kommen wir jetzt vorbei. Schauen wir mal. Oh, der Part ist auf jeden Fall schon mal weg. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Ah, okay, das geht nicht. Aber ich dachte, wir wären genau zu diesem Zeitpunkt, Moment mal, dann hätte das Ding auch schon offen sein müssen. Ja, genau. Entschuldigung. Dann hätte es dir ja offen sein müssen. Weil das haben wir aufgemacht, indem wir diese Werkzeugdings da ein Werkzeug rausgeholt haben. Gute Frage. Irgendwas müssen wir noch machen. Irgendetwas müssen wir wohl noch machen. Was wir mit dem Wollknäuel anstellen, habe ich auch noch keine Ahnung. Kommen wir da auch wieder zurück? Ne, da geht's auch nicht zurück. Was steht denn in unser Buch, in unser Schauenbuch drin? Ich muss ungesehen aus dem Abteil kommen, aber die Leute vor der Tür machen diesen Weg schon mal unmöglich. Die Sicht in den Transportwagen ist versperrt, irgendwie muss ich mir Einblick verschaffen. Das haben wir ja geschafft.
Die Dachluke des Transportwagens ist verschraubt. Ich benötige Werkzeug, um sie zu öffnen. Aber das Werkzeug ist doch da unten drin. Mit Sicherheit. Und das haben wir erst aufgekriegt, indem wir mit Zellner es aufgeschlossen haben. Das heißt, wir müssen noch warten, bis Zellner das aufschließt. Zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Legrand hat sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Und der Bobby versteckt sich hinter einigen Kisten. Offensichtlich hat Legrand eine Falle für den Raben aufgestellt. Pech nur, dass der davon weiß. Geht es darum? Will Inch Legrand einfach verhöhnen? Ein bisschen. Sonst noch was Neues? Ich glaube nicht, dass ich da unten... Nö, okay. Mein Ticket, etwas Geld und mein Reisepass, den ich... Blanco-Pässe sind leicht zu besorgen. Nach dem Krieg gab es in Italien eine Menge Leute, die neue Pässe brauchten und damit nicht zu den Behörden gehen konnten. Okay. Das geht natürlich auch noch nicht. Das wäre auch der falsche Zeitpunkt. Also hier können wir eigentlich wirklich nichts mehr machen. Wir haben nur den, diesen Lüftungsschacht. Okay, dann haben wir irgendwas haben wir noch übersehen. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch. Eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Ja, das Gespenst kennen wir. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Yep. Das war knapp. Es hat also einfach nur noch gefehlt, dass ich es ein zweites Mal ausspioniere. Und das war's. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvor kommt. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Ich glaube nicht, dass ich noch etwas aus dem Werkzeugkoffer gebrauchen kann. Und wenn doch, weiß ich ja, wo er hängt. Genau. Dann geh mal wieder hoch. Dann hüpfst du erstmal auf das andere Dach, sodass wir wieder zurückhüpfen müssen. So. Und ob wir es schaffen, mit dem Schraubenschlüssel die Dachluke aufzumachen, wovon ich doch mal ausgehe, das werden wir aber erst in der nächsten Folge dann uns anschauen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!